Bereits vor einer Woche haben die beiden ehemaligen DSDS-Kollegen ein gemeinsames Video von einer Kissenschlacht gepostet. Die Fans waren entzückt und wünschten sich einen zweiten Teil. Doch dieser kommt jetzt nicht ganz so gut an, wie Vincent Weiss und Beatrice Egli es sich wohl erhofft haben. In dem neuesten Video von Mittwoch spielen die zwei Musiker ein Spiel, wo beide mit einer Flasche Wasser ausgerüstet probieren, ein Glas so lange zu befüllen, bis es überläuft. Derjenige, bei dem es überschwappt, hat verloren. Vincent besiegte zwar Beatrice, verlor aber einige Sympathiepunkte bei seinen Fans. Versteht jemand den Sinn des Spiels? Fragte eine Userin auf Instagram und eine andere meint, auch mal Quatsch zum Spaß machen, kann nur lustig werden. Mal abgesehen vom Trinkwasser, Wassernotstand in anderen Ländern. Das Wasser wurde hoffentlich noch getrunken? Was vielen noch besonders aufstieß war, dass die beiden Wasser von der Firma Viva Con Agua benutzten, eine Non-Profit-Organisation, die sich für den sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser in Entwicklungsländern einsetzt. Gut, dass Viva Con Agua Projekte in Dürreländern unterstützt und bei euch das Wasser wörtlich überschwappt, so ein empörter User. Besonders bitter, der 30-Jährige war sogar mal selbst Gesicht für eine Kampagne der Organisation. Andere Fans haben nur Augen für die Harmonie zwischen Vincent und Beatrice und fragen sich, warum die beiden zusammen im Studio sind. Viele hoffen jetzt auf einen gemeinsamen Song der beiden. Vielleicht solltet ihr versuchen, zusammen Musik zu machen, mit einem entsprechenden Song wäre das garantiert ein Highlight, schreibt ein Anhänger des Duos. Thank you.